Heute zeige ich einmal meine Top 10 Produkte unter 10 Euro. Es ist jetzt einiges, was ich wirklich sehr, sehr lange schon sehr liebe. Ich habe trotzdem versucht, dass sich das nicht alles immer wiederholt. Deshalb zeige ich, glaube ich, Produkte, die ich noch nicht so oft gezeigt habe. Und ein Produkt davon habe ich aber noch nicht so lange. Aber trotzdem gehört es absolut in dieses Video rein. Und zwar ist es das NYX Reftemir in der Stiftform. Ich habe den ja schon in diesem Tiegelchen und da mochte ich ihn ja schon unglaublich gerne. Aber es ist halt so ein bisschen unpraktisch unterwegs, wenn man dann immer da so mit dem Finger reingehen muss und sich den Finger dann nochmal danach sauber machen muss. Deshalb habe ich ihn mir jetzt in der Stiftform bestellt. Er riecht genauso gut wie im Töpfchen. Also ich liebe ja diesen Geruch. Ich finde das so lecker. Ich könnte wirklich den ganzen Tag daran schnuppern. Den habe ich in einer Apotheke bestellt und der befindet sich jetzt auch wirklich immer in meiner Handtasche. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist die Form. Also der ist hier halt auch eben abgeschrägt und ich finde, für so ein Lippenpflegeprodukt braucht man eigentlich eher so was, das oben gerade ist. Das wäre für mich immer praktischer gewesen. Aber ich benutze den jetzt genau so ab, bis er hier die Spitze verliert und dann die Form hat, die ich gerne habe bei so einem Produkt. Dann das nächste ist ein Bronzing-Produkt, das es zwar bei Douglas gibt, aber trotzdem unter 10 Euro kostet und wirklich ein sehr gutes Konturierungsprodukt ist, nämlich von Terra del Sol die Farbe 2. Das ist, glaube ich, auch die einzige Farbe, die nicht so viele Glitzer- und Schimmerpartikel hat. Die anderen haben so Adern, diese Glitzeradern drin, was sehr, sehr hübsch aussieht, aber ich benutze den ja zum Konturieren oder zum Bronzen und da finde ich das eher so ein bisschen störend. Deshalb also die Farbe 2 kann ich auf jeden Fall empfehlen, den habe ich heute auch drauf. Ich habe mich sowieso allgemein heute fast nur mit diesen Produkten hier geschminkt. Das nächste ist eine Mascara, die ich auch schon sehr lange benutze und mit der ich auch sehr zufrieden bin. Das ist nämlich eine von Kiko, die Luxurious Lashes Waterproof Mascara. Als ich sie damals gekauft habe, war ich so ein bisschen skeptisch gewesen, weil das Bürstchen doch sehr groß ist und normalerweise komme ich ja mit so riesigen Bürstchen überhaupt nicht klar. Aber das ist ein Gummibürstchen, was schon ein Pluspunkt für mich ist und sie macht auch wirklich richtig schöne Wimpern. Also bei mir sind sie dann perfekt definiert, alle in Reihe und Glied. Die hält den Schwung wirklich den ganzen Tag lang und sie verlängert die Wimpern wirklich nochmal, wie ich finde, um einiges. Also ich habe ja im Moment schon relativ lange Wimpern durch dieses Revita Lash, aber ich finde, durch diese Mascara wird das immer noch ein bisschen mehr verstärkt. Deshalb, ja, liebe ich diese Mascara sehr. Das Einzige aber, was sie nicht macht, ist Volumen. Aber wenn ich dann Volumen haben möchte, nochmal zusätzlich für die Wimpern, dann nehme ich einfach in Kombination nochmal eine Volumen-Mascara. Und das kombiniert sich eigentlich immer recht gut. Also egal, welche Mascara ich mit der hier kombiniere, die Wimpern sehen danach wirklich toll aus. Das nächste ist, glaube ich, keine Überraschung. Das ist nämlich die W7 in the Buff Palette. Das Video dazu verlinke ich nochmal unten. Da habe ich sie nochmal verglichen mit der Naked 2 Palette und es ist einfach das beste Dupe dazu, was es gibt. Und obwohl sich der Preis jetzt auf Amazon so ein bisschen gesteigert hat, befindet sie sich ja trotzdem noch unter 10 Euro und sie ist trotzdem noch sehr viel günstiger als das Original. Und die Farben sind wirklich ganz, ganz toll pigmentiert und halten super lange auf dem Auge, genauso gut wie das Original. Deshalb kann ich diese Palette trotzdem empfehlen und ich kann sie wirklich jedem ans Herz legen, der gerne mal so eine richtig schöne, tolle Palette haben möchte mit ganz vielen verschiedenen Farben. Und ja, also für den Preis kann man so oder so nicht meckern, glaube ich. Auf jeden Fall gehört sie unter meine Top 10 unter 10 Euro Produkte. Also ich mag diese Palette sehr, sehr gern. Und ich habe auch absolut nur positives Feedback bekommen von allen Mädels, die sich die Palette dann auch gekauft hatten. Ja, also schau sie dir auf jeden Fall an, falls du es nicht schon gemacht hast. Dann das nächste Produkt ist eine Concealer bzw. Highlighter. Also ich benutze es so ein bisschen in Kombination. Das ist nämlich hier der Löscher von Maybelline Jade. Den habe ich auch schon ziemlich lange, ich glaube schon fast ein Jahr lang. Der ist richtig ergiebig und ich muss eigentlich nur so ein, zwei Mal drehen, höchstens, um dann die Augenringe, die Nasenflügel und die Wangen, alles Mögliche abzudecken. Und ja, ich mag das gerne mit diesem Spongy. Ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen unhygienisch ist, aber ja, bei mir funktioniert das ganz gut. Und ich habe hier die Farbe 01 Light. Ich weiß gar nicht, ob das die hellere Farbe ist. Ich glaube, davon gibt es auch nicht so viel Farbauswahl. Aber sie ist schon ein Ticken heller für mich jetzt. Deshalb benutze ich sie gerne für diesen Dreiecksbereich hier unterm Auge mit Wange und Nase, damit das so ein bisschen diesen aufhellenden Kim Kardashian-Effekt hat. Dann kommen wir zu einem Pinsel, nämlich von Real Techniques, der Setting Brush. Und das ist für mich so ein kleiner Allrounder. Also er ist auf jeden Fall größer als ein Lidschattenpinsel, aber trotzdem viel zu klein, um als Gesichtspinsel durchzuführen.
durchzugehen. Das ist irgendwie so ein Mittelding. Und mit dem kann ich zum Beispiel, wenn ich möchte, Lidschatten verblenden. Das geht damit. Oder aber ich kann damit Highlighter sehr präzise auftragen. Oder aber auch die Nase konturieren. Der hat nämlich hier so eine schöne Spitze. Und damit geht das auch wirklich sehr gut. Was ich in letzter Zeit auch noch damit gemacht habe, ist damit den Concealer zu setten. Also einfach ein bisschen Puder aufnehmen und dann hier über die Augenringe und Nasenflügel zu gehen. Das funktioniert auch sehr gut. Dafür hat er auch die perfekte Größe. Also ja, wirklich als Beweis hier mal, ich habe wirklich zwei Stück davon, falls einer ein bisschen schmutzig ist oder den einen eher zum Highlighten, den anderen eher für Setting. Dann als nächstes habe ich einen Lipgloss, nämlich den, den ich auch jetzt gerade trage. Das ist einer von NYX, nämlich die Farbe Beige. Die finde ich sehr, sehr hübsch. Das ist so ein Pink, aber trotzdem noch so alltagstauglich. Und den benutze ich im Moment sehr gerne, weil er auch so schön die Lippen pflegt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie danach ausgetrocknet sind. Aber er ist jetzt auch nicht so glänzend, dass er sich so in den Vordergrund stellen möchte. Der Geruch ist nicht ganz süß. Also er ist süß, aber da ist noch irgendwie was anderes drin, was ich jetzt nicht ganz lecker finde, aber allgemein ist der Geruch in Ordnung und die Pflege finde ich halt auch toll. Und davon gibt es natürlich noch andere Farben, die werde ich mir auch nochmal alle anschauen, aber im Moment habe ich wirklich nur diese eine Farbe hier, mit der ich auf jeden Fall sehr zufrieden bin. Da musste ich doch noch etwas mit reinnehmen, was ich schon etwas häufiger gezeigt habe, aber ja, es gehört einfach zu den Allzeitfavoriten und wenn ein Produkt ein Favorit ist, dann ist es ja auch über sehr viele Monate lang und dazu gehört dieser Catrice Eyebrow Lifter. Der sieht schon mal perfekt aus. Also die Verpackung ist wirklich sehr, sehr hübsch mit diesem Muster hier und ja, diesem leichten Rosé-Beige-Ton, dem er in dieser Verpackung hier gehalten ist. Und ich finde, es ist der perfekte Eyebrow-Lifter. Und zwar hat er auch einfach die perfekte Konsistenz. Also ich kenne zum Beispiel diese neuen Eyebrow-Lifter-Stifte von Essence und die gefallen mir irgendwie gar nicht, weil sie eben von der Konsistenz her viel zu cremig sind und sie verrutschen mir dann ständig, wenn ich sie dann aufgetragen habe und es ist dann eher so irgendwie so fettig dann auf dem Auge. Und bei dem ist das eben nicht so, er ist so ein bisschen fester von der Konsistenz, aber lässt sich trotzdem wirklich schmerzfrei auftragen und dann eben auch sehr schön verblenden. Und außerdem finde ich auch die Farbe perfekt. Das ist ein matter Ton, der ist so ja rosé-stichig und ich finde, damit kann man wirklich am Auge das gesamte Auge so ein bisschen öffnen. Also falls du ihn dir noch nicht angeschaut hast und falls ich es bisher noch nicht geschafft habe, dich damit anzufixen, dann hoffe ich doch spätestens hiermit. Also es ist wirklich ein tolles, tolles Produkt und ich habe vorher immer so Schimmerprodukte benutzt für unter die Braue. Aber seitdem ich das hier habe, ist nichts besser als genau dieser Stift. Dann wage ich mich mal jetzt in feindliches Terrain und zwar geht es jetzt um Nagellacke. Ich trage ja normalerweise keine Nagellacke, aber ich habe, bevor ich diese Essence Gel Nails at Home Reihe kennen und lieben gelernt habe, Nagellacke natürlich sehr oft getragen. Und dazu gehört dieser Essilack. Und ich finde, also ich habe einige durchgetestet gehabt und ich finde wirklich, dass Essilacke sehr viel länger halten als jetzt zum Beispiel P2 Essence oder Catrice oder was es nicht alles gibt. Und ich finde wirklich, dass sie den Preis wert sind. Also da gibt es auch eine tolle Farbauswahl und ich finde wirklich, sie halten doppelt so lange als jetzt so ein anderer Nagellack. Also damit habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Das hier ist jetzt die Farbe Tarte Deco. Davon gibt es, wie gesagt, noch viele andere Farben, die mir auch sehr gut gefallen. Aber so allgemein muss ich sagen, dass ich persönlich von Essilacken immer sehr überzeugt war. Dann habe ich noch ein Produkt für meine Haare. Und es fragen mich wirklich sehr oft Leute, was ich so mit meinen Haaren mache. Und ich sehe auch selbst immer den Vergleich. Also wenn ich ältere Videos von mir gucke, die so circa ein Jahr alt her sind, da habe ich die Haare bis hierhin. Da waren sie relativ kurz und jetzt sind sie eben doch schon etwas länger. Aber das liegt auch daran, dass meine Haare allgemein ja, etwas schneller wachsen vielleicht als bei anderen. Aber in letzter Zeit oder in den letzten 3-4 Monaten habe ich dieses Produkt hier sehr gerne benutzt. Das ist von Garnier, das Wunderöl. Das ist ein Hitzeschutz, aber auch ein Pflegeprodukt. Und ich benutze es wirklich jedes Mal nach dem Haarewaschen mache ich mir davon 2 Pumpstöße insgesamt in die Haarlängen hinein und auch in die Spitzen. Wenn du kürzere Haare hast, brauchst du natürlich nicht 2 Pumpstöße. Den Ansatz lasse ich natürlich in Ruhe. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Haaren, seitdem ich das hier benutze. Und ich habe auch andere Haaröle ausprobiert, zum Beispiel das von L'Oreal oder auch ein teureres von Wella, nämlich aus dem Friseurbedarf.
Aber trotzdem bin ich irgendwie immer wieder zu dem hier zurückgekehrt. Und wie man sehen kann, ich habe noch nicht viel davon aufgebraucht, obwohl ich das wirklich schon immer nach der Haarwäsche benutze. Ja, also ich kann das wirklich empfehlen. Es ist total unkompliziert. Es hat einen Pumpspender und keinen Sprühkopf. Das finde ich immer sehr praktisch. Und außerdem riecht es, wie ich finde, nach nichts. Das finde ich sehr gut. Es beschwert die Haare auch nicht. Zumindest dann nicht, wenn ich es nach dem Haarewaschen in die Haare gebe und danach föhne. Es haben mich auch einige gewarnt. Die meinten, Nancy, du musst aufpassen. Das trocknet die Haare aus. Aber damit hatte ich jetzt keine Probleme gehabt. Also ich finde jetzt nicht, dass sie ausgetrocknet sind. Und ich benutze es, wie gesagt, schon seit etwas längerem. Deshalb, ja, also von mir aus kriegt das ein okay. Und wir sind schon durch mit den 10 Produkten. Schreib mir gerne mal, ob du auch Erfahrungen mit eines der Produkten gemacht hast. Negativ oder positiv, würde mich beides interessieren. Und dann verlinke ich unten nochmal meine beiden letzten Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.